Abrissbirne. Ich wusste es. Das mache ich. Ich wusste es. Und ich werde mich jetzt gleich um den Mob hier kümmern. Ich weiß es genau. Kein Witz. Lernt ihr sowas heute in der Schule? Klar, Leistungskurs, Baggerführer. Nein, 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 nein. Du gehst mal ganz kurz, ganz schnell kaputt. Ich habe dafür sowas von keine Zeit. Ja, hau mich nicht kaputt, ist mir nur ganz wichtig. Moment, Moment. Ja, ich weiß doch Bescheid. Wo ist mein Kreis? Ich wollte Kreis drücken. Sonst kommt da ausweichen. Drücke Kreis. So, du hast einen Metallnacken. Ja, lass dich nicht stressen. Ich tue es auch nicht. Ich habe von hier oben, glaube ich, eine bessere Sicht. Apropos bessere Sicht. So nett nach einem Arschtritt fragt, sollte ihn bekommen. Ach du Scheiße! Das wird laut. Thank you.
Mhm. Ja, das war total cool. Solltest du zu deinem Beruf machen. Also vor allem die Achtbeinigen, die waren richtig cool. Aber ich weiß, was sie meint. Ich bin ganz stolz auf Ashley. Die hat sie wirklich klasse gemacht. Das ist ein toughes Mädel. Ich mag sie gern. Die Viechers, die mochte ich nicht ganz so. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der Stand der Dinge hier ist. Weil jetzt auf einmal schmeißen sie mir Rohstoffe hinterher. Aber immerhin kriegen wir jetzt... Kriegen wir jetzt Magnum-Munition, die ich ja am Anfang immer schön verkauft habe, aber ich ja denke, mein Mann wird diesen Fehler nicht machen. Jo, genau. Können die eigentlich auch hier hin machen? Eigentlich ja kein Problem. Er nimmt eigentlich am meisten Platz weg. Ich nehme das jetzt einfach, damit ich hier mehr Platz habe. Jo. Wir haben nicht mehr genug, um andere Munition herzustellen. Ist aber gar nicht schlimm. Habe ich noch was übersehen? Man übersieht ja immer irgendwas. Haben wir hier einen Auftrag? Der wandelnde Tote. Mehrere Personen berichteten davon, eine mysteriöse Leiche umherwandeln gesehen zu haben. Sicher das Ergebnis irgendein verkommenes Experiments. Kann sich jemand von ihrem Elend befreien und ihr erbärmliches Dasein beenden? Die übermächtige Bedrohung beseitigen. Inkubationsstation. Deswegen mich hier zum Backtracken gerade. Seht ihr das? Wenn ich mit dem Lift erstmal gefahren bin, kann ich das nicht mehr machen. Wenn ich das Spiel schon auf leicht spiele, dann kann ich ja auch eigentlich... Ich habe es mit dem Ritter auch gemacht. Ich hasse wahrscheinlich gleich alles. Aber wir machen's. Genau, jetzt ist ja auch. Hallo, Fremder. Hab ich das Feuer übersehen hier? Was ist da los? Ich hab außerdem einen Schatz. Moment. Hab da einen Schatz übersehen? Excuse Sie mich. Wo? Alle zu und dann links? Wo? Jetzt hier. Hier irgendwo? Müll? Hier, was? Wo? Sie schaut sich's genau an. Soll denn hier ein Schatz sein? Alter Traktor? Hier irgendwo? Nee. Ach, weil sie jetzt da runterkommt. Ich will immer alles entdecken und dann ärgere ich mich, wenn ich nicht weiß, wo das ist. Oh, diese komische Leiche ist bestimmt so ein riesen Regenerator. Kann ich hier hochklettern mit ihr?
Hier soll der Schatz sein. Also eigentlich genau da, wo sie gerade stand. Hier in dem Rümpel. Oh, cool. Meinen die das? Guter Schuss! War der das? Das war der. Okay. Aber wir haben ihn. Warum tust du dir nicht was willkommen? Na dann, was kann ich für dich tun? Oh, ob ich nochmal Schätze finde? Ansonsten kann ich das ja auch später nochmal verhökern. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel. Weißt du, siehst das anders als ich. Wir speichern einfach nochmal. Da lang, ne? Ja. Links, geradeaus, links. Oh Gott. Ich hab nicht genug Schusspulver für... Ich bin zu weit. Ich hätte hier schon nach links gemusst. Boah, Leute, wir reden nicht über meine Orientierung, okay? Wir reden einfach nicht drüber. Noch da hinten? Hier? Hier. Welche Orientierung bei mir? Kann ich sie da einfach reinschicken und dann da drin lassen? Bleib hier. Moment. Die kommt sowieso wieder zu mir. Ich weiß das jetzt schon. Scheiße. Hoffentlich nicht mit so vielen kleinen Viechern dazu. Hello from the other side. Ich hab's gewusst. Ach du Scheiße. Na los. Ach du Sch... Geh da rüber. Geh da rüber. Um Gottes Willen. Der schießt auf mich. Dude ist ja mal creepy. FFK. Nein. Warum ist der so schnell? Kacke. Kacke, hör mal auf. Ich finde das echt nicht okay. Please don't be so zuträglich. Oh, Kacke. Ich habe auch nicht mehr so viel Money. Scheiße. Wo ist der? Oh, was? Das ist echt krass. Ich will hier einfach nur durchziehen. Shit, oh shit. Alter, du piekst mich. Aber ich habe doch gar nicht alles gemacht. Ich krieg dafür auch wieder nur so einen dummen Edelstein. Kein neuer Loot? Boah, das hat mich meine ganze Gewehrmunition gekostet, ne? Ich will das nicht auf normal spielen. Das ist so viel Nervenkitzel für mich. Ich bin froh, wenn mein Mann das auf... Wenn mein Mann das macht. Ich muss das nicht haben. Ich brauche diesen Nervenkitzel nicht. Nein, nein, nein. Alles in Ordnung? Nee. Ja, alles bestens. Auftrag ist vom Tisch. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen.
Oh, was kann ich dir Gutes tun? Behält man die Spinelle? Ich hoffe, dass man wirklich das ganze Equipment behält. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Für das neue Spiel Plus. Komm jederzeit wieder. Jetzt muss ich die schonen, weil ich nichts mehr habe. Warte. Moment, was macht die Granate hier? Ein bisschen Angst vor Munitionsknappheit, wenn ich ehrlich bin. Nun gut. Ja, Leon ist auch mal außer Atem. Ich würde frieren an ihrer Stelle, glaube ich. Danke. So, jetzt genießen wir ein bisschen die Aussicht weißt hier. Du, ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Ich schätze schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Wenn du meinst. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Langweiler. Ich meine, sie ist ja cute und so. Aber wir leben einfach zu verschiedene Leben. Gibt's hier irgendwas, das ich einsammeln kann? Schon wieder lootsüchtig da hinten auf jeden Fall. Ist das was? Nö. Ist auch zu. Da kann sie mir auch nicht helfen. Also gehen wir da durch. Da ist eine Kiste, die ich übersehen habe. Das sind zwei Kisten, die ich übersehen habe. Immerhin Schießpulver. Könnte schon reichen für neue Gewehrmunition. Und schon ist es wieder leer. Okay. Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Der Schlaf des Heiligen Leibes. Bernsteintransport. Das klingt so ein bisschen nach Dinosaurier. Noch ein. Das ist Bern. Ich dachte, Bernstein ist jetzt hier ein Codewort für irgendwas. Die meinen das ernst. Das muss es sein, wovon Luis gesprochen hat. Wie sie das gemacht haben. Aber so großer Bernstein. So, wir gucken uns das gleich an. Hier soll noch irgendwo ein Schatz sein. Eigentlich kann ich es nicht mehr vergrößern, aber was soll's. Oh.
großer Rohkristall. Ich frage mich, wo er den immer hinsteckt. Was haben wir hier? Überlegene Spezies Bericht. Geliebter Lord Zeller, ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Pelagerspezies hat offiziell begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plager ist ein wirklich verblüffender Organismus. Er ist in jedem Wirbeltier lebensfähig, sei es Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders, denn sie kann sich an den Wirt assimilieren, ohne dabei dessen Gehirn zu schädigen. Niemand kann sich eurer Herrschaft widersetzen. Ihr merkt, ich bin voll durch, was das Reden betrifft. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freude erleben durfte, die mit der Abwesenheit von freiem Willen einhergeht? Ich bin der lebende Beweis, wie unwissend ich doch einst war. In ein paar Tagen werde ich allen hochrangigen Forschern, deren Plager initiiert haben, und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in die Tat umgesetzt ist, wird die ganze Welt es erfahren. Annabel Gracia Escudero, leitende Forscherin. Okay, also es geht gar nicht darum, irgendwelche Monster zu erschaffen, sondern es geht tatsächlich darum, die Weltherrschaft an sich zu reißen, indem sie alle Menschen, die irgendwie wichtig sind, mit diesen Parasiten Gehirn waschen. Jetzt bin ich gespannt. Müssen wir das Ding zerstören? Ich denke mal. Boah, und sowas ist in ihrer Brust? Kniet nieder. Dies ist der heilige Leib. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für alle. Las Plagas. Willkommen, meine Kinder. Boah, Voldemort war schön gegen ihn. Ich bin Osmund Settler. Die Stimme unseres Herrn. Alter, ich hab so Voldemort-Vibes bei dem. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Schafe. Warum verweigert ihr die Gnade? Nun, entsage deinem Leib. Gehorche. Gehorche der Stimme unseres Herrn. Vergib diesen gottlosen Sündern. Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger ableisten. Komm, Kind. Du musst keine Angst haben. Übergib dein Leib und befreie dich von Angst. Ekelhaft. Krass. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass die Story damals so war. Mich hat sich das alles anders angefühlt. Lass mich raten, da komme ich nicht durch. Ich kann hier rumgehen, ich kann auch darum gehen. Weiß nicht, ob ich dann hier vielleicht irgendwie ein bisschen Loot übersehe. Ich schleiche mal vorbei. Spielt anscheinend keine Rolle.
Ich glaube, ich muss noch mal hoch. Sieht so aus, als wäre da nämlich eine Wand vor. Vielleicht muss ich doch zuerst hoch. Eine kleine Settler-Figur. Da. Kann ich den so killen? Ja. Oh, schön. Oh, schön. Herrlich. Mm, das ist Musik in meinen Öhrchen. So, was haben wir hier? Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Wie gewünscht ist die Sanierung der Insel in vollem Gange. Um Eindringlinge abzuwehren... Ich wollte gerade einen Beinkrampf kriegen. Entschuldigt bitte. Um Eindringlinge abzuwehren, wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn wir fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeiten verteidigen können, aber bis zum Abschluss unseres Plans sollte es reichen. In jedem Fall bringen sie uns unserem Ziel von der Weltherrschaft ein ganzes Stück näher. Niemand wird unserer Macht etwas entgegenzusetzen haben. Jack Krauser. Wir hassen ihn. Richtig gut. Können wir nochmal überlegen, was wir hier... Nee, ich kann nur noch Gewehrmunition machen. Oder Pistole. So ein explosives kleines Fass wäre jetzt schön, oder? Eine bessere Idee. Oh ja, das macht mir Spaß. Komm ruhig. Komm, mein Feini. Oh, bist du runtergefallen? Hat du Aua gemacht? Kein Problem. Noch ein paar schwere Granaten. Zerfetzter Körper, sehr schön. Da hatte ich dann einfach keine Lust, irgendwie gute Munition oder so an die zu verschwenden. So, habe ich hier alles gesehen. Da ist noch irgendwo ein Schatz. Ein Goldplättchen. Nehme ich mit, werde ich verkaufen. Schätze ich mal. Geht jetzt stark auf Pistolenmunition. Akte zum Fall, Name geschwärzt. Operation Javert. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regierung haben nur wenige je von diesem Namen gehört. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn die Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt und dann begraben. Der Grund, sie war unmenschlich. Alles begann 2002, als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften aus Südamerika entsandt wurde, um dort ein Gebiet zu infiltrieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten, und nur besonders befähigte Soldaten wurden dafür ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Misserfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal diese besonders befähigten Soldaten an ihrem Ende erleiden mussten. Offenbar wurde, bis auf den befehlshabenden Offizier Major, Name geschwärzt, aber ich glaube, da steht Krauser, die gesamte Einheit ausgelöscht und nicht durch die Kartelle, sondern durch die USA. Es wäre sicher kein Problem gewesen, eine einzelne gestrandete Einheit zu bergen. Ein einziger Helikopter hätte ausgereicht, aber aus irgendeinem Grund reagierte das Militär nicht.
Gerüchten zufolge war diese Entscheidung die Folge des Machtkampfes in den obersten Reihen. Andere sagen, der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben. Aber wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, denn die ganze Angelegenheit wurde vertuscht. Einer Sache bin ich mir allerdings sicher. Die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige junge Menschen, die ihr Leben in ihrem Land verschrieben hatten. Ich will diese Verbrechen ans Licht bringen. Nicht, weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Fußnote. Bei Obigem handelt es sich um ein von einem amerikanischen Journalisten namens, Name geschwärzt, verfasstes Manuskript bezüglich Operation Javert. Fußnote 2. Dieser Artikel wird nie veröffentlicht werden. Um den Journalisten wurde sich bereits gekümmert. Well,